Hallo liebe Eltern und hallo liebe Freunde des Schuhwidu. Wir haben diesmal ein ganz tolles Thema für euch herausgesucht, weil es auch momentan total in die Zeit passt, nämlich der Unterschied oder der Zeitgewinn für Eltern, die den Lieferservice nutzen, gegenüber dem Internetkauf. Wen es interessiert, der bleibt bitte dran. Wir sehen uns also gleich wieder. Ich würde mich freuen und ansonsten bis gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde der Kinderschuhe oder der Interessierten, alles was mit Kinderschuhen so zusammenhängt und natürlich unsere lieben Stammkunden des Schuhwidu. Aus gegebenen Anlass möchte ich heute mal über unseren Lieferservice sprechen und warum dieser doch gar nicht so schlecht ist. Wir haben den praktisch letztes Jahr aus der Not heraus geboren, weil wir da ja nicht anders konnten und durften. Dieses Mal dürfen wir gar nicht, aber wir wollen es zumindest ansprechen und um zumindest mal ein Zeichen zu setzen, das Schuhwidu ist schon soweit. Das heißt also, wir bieten ein komplett rundum Lieferservice an, zufrieden Paket für die Eltern, wo ich dann sage, es hat seine Vorteile. A, wir kommen als Gäste zu euch ins Haus. Die Kinder sind meistens entspannter. Das ist auch immer ganz toll. Denn ich sag mal, hier im Geschäft ist es ja immer so, da muss das Kind auf dem Punkt mitmachen, gut gelaunt sein oder zumindest mäßig gelaunt sein und auch einigermaßen die Motivation mitbringen, dass es jetzt ums Schuhe probieren geht. Das ist immer schwierig, gerade da, wo wir das dann auch festgestellt haben, wenn es lange Wartezeiten vor dem Geschäft gegeben hat, aufgrund der Abstandsregelung. Da waren die Kinder dann meistens nicht mehr so optimal zu motivieren. Ja, man hat ja schon eine gewisse Zeit vor dem Geschäft mit der Mama verbracht und jetzt auf einmal, jetzt soll ich Schuhe probieren, aber ich will ja gar nicht. Und das haben wir festgestellt, ist halt bei dem Lieferservice was ganz, ganz anderes. Die Kinder sind entspannt. Wir beraten normal wie im Laden auch, haben natürlich schon eine gewisse Vorauswahl getroffen. Das heißt, wir haben schon Informationen über den Laufstil, über die Größe des Fußes eingeholt. Wir haben uns Bildmaterial eingeholt, sodass wir dort also auch schon mit einer gewissen Vorsondierung zum Kunden hingehen und nicht wahllos irgendetwas mitbringen. Weil wir können alles machen, aber wir können nicht das ganze Geschäft zu euch in die Wohnung bringen. Also machen wir schon vorher im Vorfeld eine gewisse Sondierung, so wie wir das hier im Laden auch schon machen. Ein Blick auf den Fuß genügt meistens. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn Eltern mit der Anfrage per Mail sozusagen uns genügend Bildmaterial zur Verfügung stellen. Das Tolle ist natürlich auch, das haben wir auch festgestellt, dass wenn sich Eltern, nicht die Eltern, sondern der Kinderfuß praktisch neben einer Tempopackung abgebildet wird. Egal von welchem Lieferanten, ob sie es bei Lidl, Aldi oder sonst wo kaufen, diese Packungen sind genormt, von der Länge, von der Breite her. Ja? Und wenn die praktisch neben dem stehenden Kinderfuß abgebildet werden, dann haben wir schon mal so einen optischen Eindruck, aha, Fuß fällt also jetzt entweder besonders schmal oder besonders breit aus, weil hier kann man auch immer wieder schön die Abstände abmessen und man hat einen Vergleichsgegenstand. Weil ich sag's mal so, bei den Messungen zu Hause von den Eltern kommen manchmal die wunderlichsten Dinge zustande. Ja, und da ist es immer wieder ganz gut, wenn man sagen kann, okay, stellt den Fuß hin, dass man da wirklich eine Vergleichsmöglichkeit hat, wer natürlich ein Schneidermaßband hat und den Kinderfuß da drauf stellt oder zu Hause nochmal ausmisst, der ist natürlich besonders gut beraten. Ja, und wie ihr seht, schon alleine aufgrund dieser Vorbereitung, ich sag's mal, dauert so ein Verkauf zu Hause 30, 40 Minuten. So, jetzt rechnet doch mal liebe Internetkäufer, eure Zeit zusammen, die ihr sozusagen damit verbringt, um Kinderschuhe im Internet zusammenzusuchen. Nicht nur, dass man immer nicht gleich auf Anhieb die passenden Modelle findet, die man sich vielleicht vorstellt. So, dann tut man erstmal recherchieren, dann wartet man drauf. Dann muss man vielleicht auch noch selber zur Poststelle gehen, weil man selber vielleicht mal unterwegs war und der Postbote einen nicht angetroffen hat. Oder die anderen netten Herren von den Logistikunternehmen. So, dann probiere ich das zu Hause, weiß jetzt aber gar nicht, ach, sieht gut aus oder nee, sieht nicht gut aus, dann schicke ich es wieder zurück. Aber im Grunde genommen
Was weiß ich denn als Mama denn direkt über den Kinderfuß? Ausgebildete Kinderschuhfachverkäuferin sind die Eltern leider alle nicht. Ja? Wenn das nämlich so wäre, würde nicht jedes zweite Kind in Deutschland mit so kleinen Schuhen rumlaufen. Es wird nämlich viel nach Optik gekauft. Und da kommt wieder, ich sag mal, der Berater, die Verkaufsberaterin ins Spiel, die einem dann erklärt, ja, ihr jetzt müsste aber wirklich eine Nummer größer, weil das geht nicht. Ja? Also, ich sage es immer wieder, der Zeitaufwand lohnt sich auf alle Fälle. Wir bieten es an. Ich sage es auch immer wieder gerne noch mit dazu. Natürlich ist dieser Service nicht für umsonst. Wir müssen auch ein bisschen rechnen. Das heißt also gerade, wer jetzt im Umfeld, ich sage mal jetzt Schuhwidu 1 in Gohlis, Gohlis Nord, Gohlis Mitte wohnt, was man gut und gerne fußläufig erreichen kann, da bezahlt man nichts. Alle anderen haben immer eine kleine und wechselnde steigende Lieferpauschale. Kann man aber alles bei uns auf der Homepage nachlesen. Und dasselbe trifft natürlich dann auch für das neue Geschäft in Reutnitz-Stötteritz zu. Auch dort haben sozusagen ansässige Eltern den Heimvorteil. Und alle anderen umliegenden Stadtteile müssen auch dort wieder mit einer Lieferpauschale rechnen. Aber es ist immer wieder schön, muss ich sagen. Wie gesagt, entspannte Kinder, ihr könnt euch das Zeitfenster festlegen. Wann passt es am besten? Wann weiß ich, wann ist mein Kind fast immer gut drauf oder kommt gerade aus dem Mittagsschlaf und ist besonders entspannt. Da richten wir uns ja ganz nach euch. Da kann man auch richtig tolle Absprachen treffen. Also, wie gesagt, überlegt euch das. Das gilt bis auf Widerruf auf jeden Fall. Tolle Idee, finde ich. Wir sind in Leipzig damit auch derzeit fast die Einzigen, die das mit anbieten. So richtig und demzufolge. Macht's einfach mal. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Einen lieben Gruß an unsere Abonnenten, die das gleich sowieso in ihren elektronischen Briefkasten bekommen. Und ansonsten, man sieht sich wieder bis zum nächsten Thema.